Thank you.
damit herzlich willkommen zu dem 6. Joker-Rennen der AC Friends. Wir befinden uns gerade in den letzten 9 Minuten des Qualifyings hier in Barcelona City. Eine wunderbare Strecke möchte ich hier mal anmerken. Diakowski, wie er die Box verlässt, um jetzt hier eine weitere Quali-Runde zu fahren, obwohl er jetzt schon die Bestzeit mit 1,55,47 hat, was eine unglaublich gute Zeit hier auf dieser Strecke ist. Also, wenn ich das mit meiner Bestzeit vergleiche, die beste Zeit, die ich auf dieser Strecke jemals gefahren bin, war eine 1,56,8. Herausfordernde Strecke, da wirklich jede Wand, die man hier sieht, hat den Willen, dir deine Aerodynamikteile kaputt zu machen und dir deine Achse zu verbiegen. Es gibt auch so 3 bis 4 sehr, sehr fiese Ecken, die man gerne mal vergisst, wo man dann sehr schnell aneckt. Robert Kelso, beziehungsweise jetzt Martin Müller, aktuell auf eigentlich Position 3. Als das letzte Mal. Letzte Woche war ich ja nicht da, aber vorletzte Woche. Ich kann euch jetzt immer live mitteilen, wann jemand die Strecke schneidet. Das heißt, ihr seid immer auf dem aktuellen Stand von möglichen Strafen. Wenn wir gerade sehen, wie ein Honda, ich konnte nicht schnell genug hingucken, sich in der Wand wegmacht. Ja, gerade habe ich es nochmal gesehen im Stream. Mal kurz in den Chat, ob es irgendwelche Fragen oder Anmerkungen gibt. Die könnt ihr natürlich alle immer sehr gerne stellen. Ich versuche sie dann nach Möglichkeit zu beantworten. So, ich kann ja jetzt hier noch mal kurz vortragen, was ihr jetzt demnächst wieder zu sehen bekommt. Also erstmal heute das Joker-Rennen hier in Barcelona City. Dann als nächstes morgen kommt das Saturday Race. Und zwar der BMW M1 Broker auf dem Feldbergring.
und am Sonntag dann das nächste und auch letzte Multiklasse-Rennen der WEC, und zwar LMP1, LMP2 und GTEs auf Fuji Speedway in Japan. Also vergesst nicht auch da einzuschalten. Ich werde auch nochmal kurz die Zeiten vorlesen. Das letzte Rennen jetzt hier am Sonntag findet um. Also Qualifying fängt um 7.15 Uhr an. Rennen geht bis 9.35 Uhr. Also haltet euch abends schön die Zeit frei, damit ihr auch da einschalten könnt. Das Saturday Race, also morgen, M1 Procar, findet auf dem Feldbergring statt, und zwar Qualifying um 8 Uhr und das Rennen geht bis 9.15 Uhr. Also auch gar nicht vergessen, da wird es sich besonders lohnen einzuschalten, denn der BMW M1 ist einfach nur ein tolles Fahrzeug. Uns jetzt hier die letzten 3 Minuten hier vom Qualifying an und schauen, ob es da noch irgendwelche Wahnsinnszeiten gibt. Gerade folgen wir Fabi Duschka hier in dem Hyundai. Wir sehen hier ein sehr knappes Feld unter dem Top 3. Nur 2 Zehntel, weniger als 2 Zehntel hier zwischen Diakowski und Asolin. Hier können wir jetzt mal einen Teil der Hotlap von Fabi Duschka sehen. Jetzt geht es zu dem großen Kreisverkehr. Also eine sehr lange, aber dennoch recht enge Rechtskurve. Jetzt hier auch eine kurze Trab, bevor es dann in den langsameren Bereich geht. Zu ebenfalls in einem unterwegs. Er hat jetzt hier auch in den langsamen Teil der Strecke, bei dem sehr viele Kurven, sehr viele 90-Grad-Kurven sehr schnell aufeinander folgen. So, sehen wir jetzt hier noch eine Verbesserung von Diakowski. Sieht nicht danach aus, aber man muss natürlich auch sagen, eine 55er Zeit lässt man, kann man nicht so leicht wiederholen, besonders nicht, wenn man bei 55,4 ist. Das Qualifying auch zu Ende. Die letzten Leute können jetzt noch ihre Runde fertig fahren. Jetzt wird nochmal extra gepusht. Eine etwas leere Strecke. Da wird natürlich versucht, jetzt hier alles rauszuholen. Peugeot von Robert Kelso
durch die schnelle Rechtskurve. Er kommt auf Position 9. Jetzt gibt es noch mal ein paar wenige Positionswechsel. Schon fast alle durch. Es fehlt nur noch Ohlwerter. Dann sollten jetzt alle durch sein. Ja, sind es jetzt auch alle. Gehen wir jetzt mal die Startaufstellung durch, während ihr jetzt hier gerade mal die aktuellen Punkte sehen könnt. Also das Overall Driver Standing auf Platz 1. Ich weiß jetzt nicht, wem ich hier vertrauen soll. Wir fahren auf jeden Fall mit Pitlane Penalty, also PLP. Und da schauen wir mal auf Platz 1 jetzt nach PLP ist Diakovski. Auf Platz 2 Asolin, auf Platz 3 Müller, Platz 4 Ella, Platz 5 Froschauer, Platz 6 Ehrlich, Platz 7 Tobi Dürschka, gefolgt vom Bruder, auf Platz 8 Fabi Dürschka, Platz 9 Robert Kelso, Platz 10 Stefan Ohlwerter. Dann auf Platz 11 Sascha Gerards, Platz 12 Hamann, Platz 13 Krieg, Platz 14 Schall, Platz 15 Holzapfel und auf Platz 16 hier jetzt mit nicht einer allzu schnellen Zeit, da ist definitiv noch Verbesserungsmöglichkeit, Gapsmeier. Da könnte man auch schon noch gut erwarten, dass sich das im Rennen noch steigert und dass dann von hinten dann zum Beispiel für Holzapfel dann doch noch eine Gefahr droht. Wenn ihr auch gerne an solchen Rennen zukünftig teilnehmen wollt, könnt ihr natürlich gerne unserer Discord-Community beitreten. Link findet ihr dazu unter dem Stream. Ihr könnt dann bei den Saturday Races aktuell, das eine offene Rennklasse ist, einfach mit einsteigen und euch beweisen. Und dann werdet ihr auch danach später dann noch anderen Rennklassen beitreten können, sowie die GT3 Masters oder zum Beispiel unsere Endurance-Rennen, die alle paar Monate stattfinden.
So, dann werde ich mir mal als Kommentator hier kurz noch was zu trinken holen, bevor es dann mit dem Rennen losgeht. So, da sind wir jetzt auch schon bei der Startaufstellung. Alle warten jetzt gespannt, dass die Minute jetzt noch abläuft. Die Spannung steigt, während wir vermutlich ein knappes Rennen zwischen den ersten drei sehen werden. Aber auf dieser Strecke ist es natürlich so, dass Schäden oder so schnell dazu führen, dass man dann vielleicht doch die Position wechselt oder dass man schnell sich hier Cuts holt, da das hier manchmal sehr schwierig zu vermeiden ist, wenn man jetzt gerade hochkonzentriert versucht, eine andere Person aufzuholen. Also wird es hier wahrscheinlich häufiger durchgemischt, als man vielleicht erwartet. So, jetzt sind es nur noch 80 Sekunden bis zum Rennstart. Es werden nochmal die letzten Einstellungen überprüft, genug Treibstoff dabei, den richtigen Reifendruck. So, jetzt sind es schon weniger als eine Minute nur noch. Alle Fahrer sind jetzt sehr aufgeregt. Besonders auf so einer engen Strecke, wo es manchmal schwierig ist, aneinander vorbeizukommen, kommt es wirklich darauf an, dass man hier gut beim Start wegkommt. Also man möchte hier möglichst viel Wheelspin vermeiden, aber man möchte auch nicht zu wenig Wheelspin haben, damit man überhaupt in die Gänge kommt. Also es geht jetzt in die finale Startphase. Wir sehen die rote Ampel, wie sie jetzt gleich beginnt aufzuleuchten. Wer wird den besten Schritt? Das werden wir jetzt gleich sehen. Und die Ampel ist aus. Sehen wir jetzt schon einen Überholvorgang in die erste Kurve. Auf Position 6 sich hinter einem VW eingereiht. So, wir sehen jetzt hier schon einige Action hier. Seite an Seite sehen wir einige Hyundais und Peugeots. Hier Fabi Duschka, wie er sich gegen zwei VWs verteidigen muss. Sascha hier gerade dabei, obwohl wer anzugreifen. Das Feld ist
sehr nah beieinander. Und da gab es eine bei dem schwarzen Hyundai. Das ist schon der erste Indy-Fox-Verkehr. Sehen wir jetzt hier eine Attacke zwischen den beiden Hyundai-Fahrern. Michael Froschauer gegen Fabi Dutschka. Wird er den Weg vorbeifinden oder wird er doch erstmal zurückziehen? In der langen Rechtskurve kommt er recht weit nach außen. Kriegt aber eine gute Linie und kann folgen. Oh, das könnte jetzt zu einem Überholmanöver führen. Und er hat die Innenseite. Kann er vorbeiziehen. Fabi Dutschka hält die Außenlinie. Ja, transformiert jetzt die Linie für die nächste Kurve, aber hat sowieso schon die bessere Beschleunigung gehabt. Und jetzt wird hier gleich wieder von dem Alfa Romeo da hinten die Lücke genutzt, um hier jetzt anzugreifen. Was für eine spannende erste Runde. Lukas Klebs wird hier von dem Honda Civic von Niklas Holzapfel angegriffen. Hat die Innenseite, aber möchte jetzt nicht durch diese schnelle Schikane hier vorbeiziehen. Das ist nämlich sehr riskant. Dort zu überholen ist nahezu unmöglich. Das gibt es hier auf der Verfolgungsjagd. Folgt Schall, muss ich vielleicht bald gegen Holzapfel verteidigen. Noch sind sie aber weit genug auseinander, dass er sich auf seine eigene Linie konzentrieren kann. Wir sehen gerade den erstplatzierten Tommy Asolin, dicht gefolgt von Müller und Diakowski. Von euch vorhin erzählt habe, was wahrscheinlich sehr knapp beieinander sein wird. Die sind ja ihr Fahrzeug ist sehr gewöhnt. Und hier eine Wandberührung von Lukas Krebs. Das wird einiges einfach gemacht haben. So die Frage, ob sich das lohnt, dafür in die Box zu fahren. Ich denke nicht. Wahrscheinlich hat er nur Aeroschaden davon getragen. Damit sollte der Audi wohl noch klarkommen können. Wird jetzt natürlich aber etwas weniger Pace haben. Wird jetzt auch von Holzapfel attackiert, der ist sehr dicht vorne. Natürlich auch hier sehr schwierig, an anderen Fahrzeugen vorbeizukommen. Da braucht man schon ein kleines bisschen Glück und auch noch sehr viel Glück. Erstmal die schnellste Rennrunde mit einer 1,56,198. Das ist schon in der Nähe von den Quali-Runden von Fürth und Fürthplatz. Also hier wird bis ans Ende Gas gegeben. Sehr spannend hier zu sehen, wie hier die Touring Cars über die Curbs brettern. Jetzt auch gerade den Kampf zwischen dem Hyundai und VW von Froschauer und Eller. Eller gibt aber nicht nach, ist immer noch Seite an Seite mit dem Hyundai. Jetzt wird der Hyundai überrascht. Er hat es geschafft, vorbeizuziehen. Oder gab es wohl einen heftigen Crash von Roland Gapsmeier, denn PLP berichtet mir gerade Unmengen an Schaden. Wir sehen schon den ersten Cut hier von Stefan Roberto. Sobald man vier Cuts macht, kriegt man eine Drive-Thru-Penalty. Das möchte man natürlich weitestgehend vermeiden. Lukas Krebs hat hier keine Ruhe gelassen, diesmal nicht mehr unter der Attacke von Holzapfel, sondern diesmal von Martin Hamann in dem Alfa Romeo in italienischen Flaggenfarben.
Da kann der Alfa Romeo auch vorbeiziehen. Oh, da ist der Honda dem Alfa Romeo irgendwie hinten drauf gefahren. Wie das wohl passiert ist und hat da etwas Schaden gezogen, weil er in die Wand gekracht ist. Das ist natürlich sehr ungünstig. Und jetzt versucht hier Lukas Kreb wieder an Hamann vorbeizuziehen. Sie scheinen sehr ähnliche Pace zu haben. Und hier sehen wir wieder das Trio der Top 3. Gerade Tommy Asolin und Müller, Diakowski mit geringem Abstand dahinter. Das sind aber auch immer noch weniger als eine Sekunde an Abstand dort. Nur Millimeter von der Wand entfernt. Hier fallen wir gerade an die Edda, wie er die Wand leicht berührt. Nur ein bisschen Farbe austauschen. Konstant unter Druck gesetzt von Schalk und Froschauer, die hier beide zusammen versuchen, da mit dem VW mitzuhalten. Gerade den Kampf zwischen Sascha und Fabi Dürschka. Da hat wohl Fabi Dürschka einen Run aus der Kurve rausbekommen und zieht jetzt in den Lang rechts vorbei. Jetzt hier aber wieder der Cutback von Sascha. Wird es ausreichen? Er zieht zurück. Sehr Kämpfe hier. Der wird sich auf jeden Fall jetzt besonders bemühen, sich diese Position wieder zurückzukämpfen. Also Asolin setzt mal wieder die schnellste Rennrunde und fährt jetzt unter 56, genauso wie Martin Müller, ebenfalls unter 56. Die schenken sich absolut nichts. Andi Eller immer noch unter dem Angriff von Schall. Hier mit seinem blauen VW. Wechseln wir wieder zurück zu Sascha, der jetzt langsam immer mehr Abstand ungewollt zu Dürschka aufbaut. Kann er das jetzt hier mit einem guten Run aus der Kurve wieder rausholen? Fabi Dürschka zugunsten kommt. Natürlich auch hier die Frage, wie sehr beansprucht man die Reifen. Die Frontreifen sind natürlich bei diesen frontangetriebenen Fahrzeugen sehr beansprucht. Wir sehen hier gerade zwei Cuts von Forschauer und von Hamann. Kein Wunder, die fahren ja auch direkt hintereinander. Da kann es ja auch mal gut dazu kommen, dass man dann die Linie anderen kopiert und dann doch einen Cut mitmacht. Genauso wie Martin Müller hat jetzt auch sich einen Cut geholt. Ist aber dafür auch sehr nah an Asolin dran. Seite an Seite durch die Schikane. Und zieht auch vorbei. Was für ein. Also, Kaiser Schikane zu machen ist auch schon echt ein Meisterwerk. Oh, und da gab es einen Cut von Ella. Nicht nur war es ein Cut, es hat ihm sogar auch noch Zeit und eine Position gekostet. Schall zieht an Ella vorbei. Es kommt Sascha nur zugunsten, der jetzt weniger Druck von hinten hat und jetzt immer mehr auf Dürschka gehen kann. Dem Trio von Lasolino und Jakowski
auch wenn wir jetzt wieder zurück zu Ella wechseln, der jetzt keineswegs aufgegeben hat nach diesem Cut, sondern jetzt hier wieder den Alfa Romeo in seinem Rückspiegel sehen will. Hat wieder einige Cuts. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft, was jetzt die Positionierung am Ende angeht, das zweite Rennen ist ein Reverse Grid. Das heißt, ich glaube bis zu 5 oder 10 werden dann nachher halt die Reihenfolgen geändert in dem zweiten 40 Minuten Rennen. Jetzt Seite an Seite mit dem Alfa Romeo, zieht doch wieder seine Nase wieder raus, hält hier die Innenlinie im Kreisverkehr, um wieder vorbeizuziehen, jedoch reicht es nicht aus. Jetzt sehr knapp zwischen Platz 2 und 3. Unbedingt die Position auf. Zu viel fighten ist für sie natürlich auch nicht gut, da sie dann ja den Anschluss zum aktuell Erstplatzierten verlieren. Wenn die Ella immer noch hinter dem Alfa Romeo, den er vorhin die ganze Zeit hinter sich hatte, bis er dann den kleinen Fehler gemacht hat. Jetzt gerade ein bisschen Raum nach vorne und nach hinten, konnte wohl mit Fabi Dürschka nicht mithalten. Scheint sich ein bisschen in kleinere Gruppen aufzuteilen. Also jetzt vorne das Dreier-Trio, dann der Zweierkampf zwischen Tobi Dürschka und Kelp, dann eine weitere Zweiergruppe von Umberta und Fabi Dürschka, Sascha Gerrits gerade ein bisschen im Niemandsland, aber nicht allzu weit entfernt ist dann die Dreiergruppe von Charles Ella Oschauer. Ich glaube zumindest, dass sie gerade zu dritt sind, wir wissen es natürlich gerade nicht. Vielleicht sehen wir es echt nochmal. Natürlich auch hier hinten die Zweiergruppe von Krebs und Holzopfer. Erstplatzierte aktuell Müller langsam von Asolin und Diakowski wegzieht, da diese wohl vielleicht ein bisschen zu sehr miteinander teilen. Lukas Krebs jetzt hier unter der Attacke von Holzapfel.
sehr knapp zwischen den beiden. Jemand etwas geschrieben hat, irgendwelche Fragen. Nee. Ja, Sascha jetzt unter dem Angriff von Schall. Hat einiges an Zeit auch für Ushka verloren, der jetzt inzwischen schon die Position mit Ulwerter gewechselt hat. Kleiner Abstand jetzt hier zwischen Schall und Ella. Hier gegeneinander pushen und hier gegeneinander fighten. Auch ein bisschen die Geräuschkulisse hier zu genießen. Wieder in den langgezogenen Kreisverkehr. Fabi Duschka gegen Ulwerter. Hier wird versucht, hier beim Bremsen Zeit aufzuholen. Reicht aber noch bei Weitem nicht, um da die Nase ein bisschen tiefer reinzustecken. Von Sascha, meine ich. Oh ja, ein wunderschöner Zweikampf zwischen Duschka und Ulwerter. Duschka hält jetzt erstmal die Position, aber das sind nur noch wenige Meter zwischen den beiden. Durch das ganze Kämpfen hat jetzt Sascha und Lukas Schall aufgeholt. Und jetzt wird es den Kampf zu einem Viererkampf. Sehr spannend, wer jetzt hier wohl drauf geht. Wenn Ella Glück hat, wird er da auch aufholen können. Und hier sehen wir immer noch den andauernden Zweikampf zwischen Lukas Krebs und Niklas Holz abholen. Ob die jemals irgendwann voneinander hier in diesem Rennen getrennt werden, bezweifle es. Abgesehen natürlich davon, dass immer noch die Möglichkeit besteht, dass einer einen Fehler macht. Aber was die Pace von den beiden angeht, sehr ähnlich und die werden sich sicherlich erstmal nicht voneinander trennen. Hier Sascha unter Angriff immer noch von dem Alfa Romeo, der jetzt hier etwas schneller auf den Geraden kommt. Hier da sind wieder die beiden Unzertrennlichen. Einen kleinen Lock-up von Holzer.
gefühlt diese beiden zwei Gruppen so nah aneinander sind. Scheint sie wohl doch voneinander gerettet. Gerade, aber das kann sich jederzeit ändern und zu einer defensiveren Fahrweise führen. Und gerade versuchen sie ja beide zusammen eigentlich auf Fabi Dürschke und Bertha zu holen. Ich nenne jetzt einfach Krebs und Holz auf die zwei Trennlichen jetzt wieder einen schönen Zweikampf haben. Oh, das war aber gar nicht gut von Fischka. Weil der kommt aber noch hier, könnte er gerade noch retten. Lukas Krebs hat gerade den Server verlassen, was da wohl schief gelaufen ist. Freue ich am besten mal noch. Hätte fast eine Chance für Schall sein können. Ein Abstand von über 3,5 Sekunden. Ah, ich habe gerade erfahren, so wie es scheint, gab es wohl ein Setup-Problem bei Krebs. Er hat wohl. Er sagte, das Spiel hätte seinen Tank nicht übernommen, seine Tankangabe. Dementsprechend hatte er jetzt natürlich zu wenig Treibstoff dabei und hat dann halt aufgegeben. Zumindest jetzt hier für das erste Rennen. Kann natürlich jetzt im zweiten Rennen dann natürlich auf der Pole Position vielleicht seine Position ein bisschen ausnutzen, um dann vielleicht dort noch Punkte zu holen.
hier gerade wieder die Dreiergruppe hier. Diesmal ist aber Sascha nicht derjenige, der verteidigt, sondern derjenige, der jetzt hier den anderen VW, und zwar hier Wohlwerter, angreift. Nur noch wenige Meter. Jetzt aber auch unter Angriff von dem Alfa Romeo hinter ihm, von Stahl. Und wird er versuchen, jetzt hier reinzubremsen? Ja, da hat er versucht, bei Ohlwerter eine Lücke zu finden, hat sich aber dadurch nur selber weggemacht. Hat jetzt dabei eine Position verloren. Hätte er nicht so gebremst, hätte er vielleicht eine sichere Position gehabt, aber so breitet er sich jetzt hinter Fabi Dürschke ein. Natürlich sehr zum Vorteil von Sascha und Ulwerter. Ulwerter, der viel Glück hatte, dass er sich nicht weggedreht hatte. Das hätte auch für ihn sehr schief gehen können. Das Gefährt gerade in die Woche. Vermutlich aus Schadens- oder aus Treffsachgründen. Eigentlich sind die Rennen nämlich darauf ausgelegt, dass man keinen Bock zu machen. Ah, wie ich sehe, hatte Diakowski eine Drive-Mode. Deswegen ist er in die mitgefahren. Andy Elle hat ebenfalls eine Drive-Move bekommen. Da haben sie wohl ein bisschen zu sehr gepusht. Natürlich jetzt zum Vorteil von Miller. Der jetzt natürlich einen gewaltigen Abschnitt aufbauen kann. Jetzt hier der Kosten auf Platz 12, was natürlich fatal. Ein kleiner Trost nur, dass es jetzt noch weiteren gibt, der eine Drive-Room nimmt. Ebenfalls auch eine Sache, die ich vorhin erwähnt habe, dass natürlich hier das sich sehr schnell durchmixen kann, da man hier sehr leicht Cuts kriegen kann. Ein Musterbeispiel jetzt dafür sind die ganzen Drive-Thrus. Sascha setzt sich inzwischen langsam von der Dreiergruppe hier von Ulwerter, Dürschke und Schall ab. Diakowski muss jetzt eine weitere Drive-Gruppe annehmen. Das finde ich jetzt ein bisschen verwunderlich. Auf jeden Fall hat er jetzt seine Penalty genommen und ist jetzt natürlich sehr weit hinten. Wahrscheinlich, das habe ich jetzt gerade eben nicht ganz mitverfolgt, hat er auch noch eine Drive-Thru dafür bekommen, dass er zu schnell in die Pit gefahren ist. Oh, Wandberührung von Fabi Dürschke.
wir hatten ein bisschen wie die Franzosen oder Italiener in engen Gassen auf Kontakt. Und diese Strecke ist natürlich schon mit einer engen Gasse zu vergleichen, denn diese Rennen machen die Strecke sehr eng. Hier gerade auf Position 5. Eigentlich keine Chance jetzt hier da Platz zu holen. Ist also quasi Führer des Mittelfelds. Mal gucken, ob er es schafft, jetzt hier noch die weiteren 7,5 Minuten hier gegen Ulwerter zu verteidigen. Dies ist natürlich zugunsten von Fabi Duschka. Lässt er ihn offen? Nee, keine Chance, da erstmal für Ulwerter vorbeizuziehen. Ulwerter versucht auch hier anzugreifen, hat aber nicht genug Geschwindigkeit. Und da hat Stefan Ulwerter den vierten Cut geholt und hat jetzt eine Drive-Through. Und damit verabschieden sich alle Chancen hier auf Position 5. Das Einzige, was Sascha jetzt noch machen muss, ist dafür sorgen, dass er keine Drive-Through kriegt. Und ich nehme an, dass das in 6,5 Minuten definitiv möglich ist. Ulwerter die Penalty nicht durchgeführt. So, Müller ist zurzeit auf der unangefochtenen Nummer 1. Diakowski holt sich jetzt erstmal die schnellste Rennrunde. Hilft ihm natürlich nur nichts, denn er ist leider immer noch auf Position 12. Erleichtert ihn es natürlich jetzt hier nicht wirklich. Sollte aber keinen Unterschied machen, da Holz noch viel mehr oder weniger aus dem Rennen jetzt raus ist, da ja jemals gerade in der Box steht. Interessant wird es jetzt aber noch zwischen Fabi Duschka und Schall. Sehr nah aneinander, noch 4 Minuten. Er fährt jetzt in die Box. Damit hat sich Sascha jetzt erstmals eine fünfte Position hier in dem ersten Rennen gesichert. Vorausgesetzt, er macht jetzt keinen dummen Fehler.
ein kleiner Fehler von durch da beim Kurvenausgang führt dazu, dass Schall einfach vorbeiziehen kann. Andy Eller ignored Penalty. Das ist natürlich sehr kritisch, das wird nämlich dann nach dem Rennen noch einen Nachspiel haben. Das wird dann eine Strafe, entweder eine Zeitstrafe für dieses Rennen oder eine Strafe für das nächste Rennen. Einiges an Stahl anrichtet zu haben. Robin Ehrlich hier mitten im Niemandsland fährt sehr langsam. Scheint es da wohl ein Treibstoffproblem zu geben. Natürlich sehr kritisch. Jetzt in den letzten zwei Minuten hier noch genug Treibstoff zu sparen. Hat jetzt begonnen. Wir sehen hier gerade Diakowski versus Keller. Diakowski zieht einfach vorbei. Ist ja auch einer der ehemaligen Top 3. Ist natürlich durch die Drive-Thru sehr weit zurückgefallen. Jetzt die Frage für die meisten, wo ist Miller zurzeit? Wann wird er jetzt die Runde beginnen? Beziehungsweise wann fährt er jetzt das letzte Mal über die Ziellinie? Für die meisten jetzt die letzte Runde. Sascha jetzt doch wieder unter dem Angriff von Schall. Hat den Abstand wieder aufgebaut. Aber wenn Schall hier jetzt noch eine Position holen will, das ist jetzt oder nie. Oh, kleine Bandberührung.
Also nee, zieht wieder an Driska vorbei. Ich habe wohl gerade eben die Position und jetzt Richtung Ziel. Martin Müller gewinnt das Rennen mit gewaltigem Abstand. Eine sehr gute Performance von ihm. Konstant immer schnell fahren. Das ist die Lösung zu allen Rennen. Und hier in dieser Streckenkombination hat er wohl sein Können gezeigt. Also hier sehen wir jetzt Sascha, wie er Vorschall über die Ziellinie fahren wird. Das war doch mal ein wahnsinnig spannendes erstes Rennen hier. So, jetzt wird es erstmal eine kurze Pause für die ganzen Fahrer hier geben. Es sollte jetzt eine ungefähr 15 bis 20 Minuten Pause geben. Natürlich jetzt ein bisschen durch Waitime und Verzögerung natürlich jetzt ein bisschen später als erwartet. So, das war jetzt das erste Rennen, es ist jetzt vorbei. Jetzt könnt ihr noch mal kurz die Driver Standings angucken nach dem letzten Rennen.
So an die ganzen Zuschauer gerade möchte ich gerne sagen, dass aufgrund von einem Serverproblem wir das Reverse Grid manuell quasi machen. Ich werde jetzt gleich mit dem Safety Car dann rausfahren und Double File anleiten und dann kann es auch losgehen. Also wundert euch nicht, wenn jetzt auf einmal ein Safety Car hier bei dem Toka-Rennen rauskommt. Also wir kümmern uns nur um das Problem, das wir gerade haben und lösen es halt manuell.
gerade dabei, wieder Lied zu tun, mit dem passenden Adsense. Das wird ganz gut, hat jetzt angefangen. Die ersten 10 Plätze haben alle ihre Positionen vertauscht. Und das ist auch schon ein leichter Überraschung. Bin ich jetzt auch wieder auf dem Server dabei. Ich sollte jetzt auch eigentlich wieder die Autocam, nee, die Actioncam hier anmachen. Moment. So. Jetzt kann ich auch wieder hier mitverfolgen, hier gerade durch die Schikane. Durch die Schikane. Noch wird mir der Tower nicht angezeigt. Das heißt, gerade weil ich nicht über Position. Sollte jetzt aber auch nicht mehr lange dauern, bis mir das angezeigt wird. Auf jeden Fall folgen wir gerade hier. Sascha geht jetzt auf Position Nummer 3. Ich muss mal kurz das hier prüfen. Leider immer noch nicht angezeigt, wie die aktuellen Positionen aussehen, deswegen mache ich mir mal kurz Live-Timing an. Ja, Real-Time habe ich jetzt aktiviert, jetzt sehe ich auch. Ja, leider öffnen das. Aktuellen Position durchgehen auf Platz 1, Vorschauer auf Platz 2 haben wir
Bull, Alter. Auf Platz 3, Geralt, auf Platz 4. Wisker, leider kann ich gerade aber nicht sehen, welcher von den beiden. Ah, jetzt funktioniert auch der Tower. Also, Aluminium sonst. Jetzt nochmal. Auf Platz 1, Vorschauer. Auf Platz 2, Hohlwalter. Auf Platz 3, Geralt. Auf Platz 4, Duschka. Und zwar Tobi Duschka. Auf Platz 5, Müller. Auf Platz 6, Asolin. Auf Platz 7, Diakowski. Auf Platz 3, Ella. Auf Platz 9, Herrlich. Auf Platz 10, Hamann. Auf Platz 11, Fabi Duschka. Auf Platz 12, Roland Gapsmeier. Auf Platz 13, Lukaschau. Und auf Platz 14 haben wir Kelso. Der hier die hinteren Leute gerade anführt, das Mittelfeld, der Beste der Mitte, könnte man sagen, aktuell. Kelso hat und als auch Schall haben beide den Server verlassen. Gerade sehr spannend hier in dem Mittelfeld. Wir sind alle dicht beieinander. Also eine private Zone, eine Komfortzone ist hier nicht gegeben. Ich würde es nicht wundern, wenn hier auf den Geraden gleich irgendwo Bumpdrafting hier praktiziert wird. Tokas. Schaden bei Sascha. Des Mittelfelds. Schöner Zweikampf, sehr knapp hier, wie die Leute hier aneinander fahren. Hier schauen wir uns gerade das Trio von Gapsmeier, Hamann und Fabi Duschka an. Von dem vorherigen Rennenvergleich sieht man hier, dass Fabi Duschka sehr viel verloren hat. Hat eigentlich auf Platz 4 gestartet, ist aber gerade letzter von denjenigen, die noch fahren. Ja, Martin Müller fährt mal wieder eine Bestzeit, 1,55,888. Hat ja vorhin das Rennen für sich entschieden. Ob er es auch mit dem zweiten schaffen wird, denn er ist jetzt schon auf Position 3 und innerhalb von 23 Minuten auf Wohlwerte aufholen ist definitiv möglich. Wir haben vorhin ja schon die ganze Zeit Wahnsinnszeiten von Martin Müller gesehen. Also der fühlt sich mit den Tokas hier sehr wohl.
ist jetzt auch schon auf Position 2 und hat jetzt nur noch Warschauer vor sich. Also der marschiert hier durch wie ein unaufhaltsamer Sturm hier. Nichts kann ihm was anhaben. Und wir sehen hier schon den ersten Cut von Ulberto. Stimmt gar nicht, nicht der erste, einer der ersten hier. Ebenfalls auch von Tobi Dörschka. Mal gucken, ob es auch hier wieder Drive Boots gibt. Also wer natürlich hier sein Bestes geben wird, hier nicht nochmal eine Drive Boot. Ist natürlich Diakowski. Der hat ja gerade eben quasi den dritten Platz verschenkt. Diakowski, Asolin und Miller waren vorhin das Dreier-Trio, das vorne alles diktiert hat. Die waren quasi die Pace-Setzer, die natürlich aber von den anderen nicht mitgehalten werden können. Und hier sehen wir ein doppeltes Nebeneinander-Fahren, was natürlich sehr spannend ist. Und natürlich wird das nicht in der Schikane versucht, das ist viel zu gefährlich. Kleines bisschen Berührung hier zwischen dem Audi und dem VW. Weiter immer noch gesagt, dass ich wohl im Verhältnis zu leise bin. Leider kann ich mich nicht lauter machen, weil ich eben absolut gar keine Kontrolle über den Stream habe. Also ich bin hier wirklich nur am Zugucken und Kommentieren. Normalerweise kann ich auch mit kontrollieren, aber diesmal nicht. Hier. Da sehen wir hier wieder, wie sich eine Vierergruppe bildet. Diakowski ist hier gefangen zwischen Ulf Erte Asselin und Ella. Hier wieder ein wunderschönes Side-by-Side hier zwischen Ulf Erte und Asselin. Seine erste Position zurückzuholen, die er sich schon im ersten Rennen verdient erfahren hat. So, die Hälfte des Reverse-Grid-Rennens ist vorbei. Nur noch 20 Minuten. Und trotzdem sind immer noch die Kämpfe. Scheint sich auch so gut wie gar nicht aufteilen zu wollen. Auch wenn jetzt die beiden Stellen, also Asolin und Diakowski, die jetzt vorne sind, die werden wahrscheinlich langsam von Ulberto und Ella wegfahren. Ernüchternd ist, nachdem er ja vorhin in dem ersten Rennen auf Position 5 gefahren ist. Hier kurz
Positionswechsel zwischen Ella und Ulwerter. Beide in einem VW. Gleiches Skin-Layout, nur eine andere Farbauslegung. Pace hier versuchen, an dem VW vorbeizuziehen. Sind sich auch sehr bewusst, dass Kämpfe zwischen den beiden gerade kontraproduktiv wären. Oder war eine Berührung zwischen Kondirschka und Asolin? Schwierig hier zu sagen, wessen Schuld das war. War wahrscheinlich ein Racing Incident. Beide haben sich nicht viel Platz gelassen. Nächstes versucht jetzt der Koski an Joschka vorbeizuziehen. Schafft es auch in der nächsten Bremszone. Hat den VW aber immer noch auf seiner Innenseite, ist jetzt aber endlich vorbei. Leichte Berührung. So, wechseln wir mal zu dem weiter hinten in dem Feld, zu Fabi Duschka, der sich gerade wieder nach vorne kämpfen will. Hat jetzt Hamann sehr nah an sich. Sascha versucht jetzt auch hier wieder mehr Punkte zu holen, nachdem er ja vorhin Schaden erlitten hat. Er sollte die Pace haben, um zumindest auf Hamann aufholen zu können. Auch wenn sich das gerade erledigt hat, denn Martin Hamann hat gerade Drive-Thru-Penalty for Cutting bekommen. Er wird jetzt in den nächsten drei Runden eine Drive-Thru als Strafe nehmen müssen. Und fällt somit natürlich automatisch hinter Sascha. Müller scheint wohl gerade nicht auf Froschauer aufholen zu können, denn zwischen den beiden liegen 9 Sekunden. So, hier sehen wir jetzt hier die Aufholjagd von Gerz, die sich jetzt langsam belohnt macht. Als nächstes ist jetzt Fabi durchgeladen. Die haben auch vorhin schon mehr oder weniger gefightet.
natürlich sehr ungünstig für Martin Hamann, der gerade eine Strafe für das zu schnelle Einfangen in die Box bekommen hat. Für ihn ist das Rennen jetzt mehr oder weniger gelaufen. Das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass eine Position nach vorne geht, in dem beispielsweise Platz 11 ebenfalls eine Drive-Thru bekommt. Mehr oder weniger gemeinsam auf Müller aufschließen. Fernbleiben kann und sich vielleicht sogar in den nächsten 12 Minuten sich den Sieg holen kann. Natürlich ist das immer noch ein wahnsinniges Ergebnis von Müller, wenn das jetzt so bleibt. Erster und zweiter Platz, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, besonders in den Punkten. So, hier jetzt der Kostki fangen doch ein bisschen an zu fighten. Entweder haben sie eingesehen, dass sie gemeinsam Müller nicht erreichen können, oder ihnen ist es einfach nicht danach, gemeinschaftlich zu sein. Seite an Seite hier durch mehrere Kurven. Versucht jetzt hier Diakowski den Cutback. Reicht leider nicht aus. Jetzt nur noch einen Millimeter entfernt hier. Weniger, ungefähr eine Hundertstel, eine Zehntel entfernt. Manchmal auch weniger. Abstand zu Müller wird jetzt Stück für Stück wieder größer, weil sie angefangen haben zu fighten. Das ist natürlich nichts, über was sich Müller jetzt beschweren würde. Jedoch befindet er sich gerade im Niemandsland. 5 Sekunden nach hinten, 8 Sekunden nach vorne, da ist nicht sonderlich viel los. Im Gegensatz zu dem Rennen übermorgen, zu dem ihr natürlich auch einschalten könnt, und zwar das WEC-Rennen Multiklasse, da ist immer etwas los. GTE, LMP1 und LMP2. So, jetzt sehen wir hier Sascha, der mit seiner Pace auf Fabi Dyschka aufgeholt hat. Nur noch wenige Zehntel. Wo wird er jetzt versuchen, seinen Move zu machen? Wird er versuchen, einfach nur Fabi Dyschka unter Druck zu setzen, oder wird er einen legitimen Überholvorgang versuchen, so wie wir es gerade sehen, wunderschön, einfach, innen durch, besseren Exit in der Kurve zuvor bekommen und gibt sich so auf Position 9. Wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr Position 8 einholen können, über 20 Sekunden sind in 10 Minuten unmöglich. Hier sehen wir wieder, wie Diakowski und Asolin schon wieder gegeneinander fighten. Diesmal fahren sie Seite an Seite noch weiter durch den langsamen Kurvenbereich durch. Das ganze Fighten hat jetzt natürlich Tobi Dyschka ein bisschen näher rangeholt. Er ist jetzt nicht mehr allzu weit weg. Können ja auch gleich mal uns die Rundenzeiten angucken. So, Fabi Dyschka jetzt wieder nah dran an Sascha Gerhardt. Der lässt sich die Position natürlich nicht einfach so wegnehmen. Da wird jetzt natürlich zurückgefightet, was das Zeug hält. Thank you.
Vergleichen wir jetzt mal die Zeiten von Müller, Diakowski, Asolin und Duska. Müller definitiv gerade etwas schneller. Diakowski schneller als Asolin. Abstand auf Müller. Müller hat jetzt den Abstand zu Frosch aber drastisch reduziert. Jetzt sind es nur noch weniger als 5 Sekunden, 4,5 Sekunden. Vielleicht wird er es doch noch schaffen, da seine erste Position wie in dem ersten Rennen zurückzuholen. Trotzdem ist es immer noch eine sehr schwierige Aufgabe, das in ganzen 7 Minuten zu erreichen. Stefan Ohlwerter ignored Penalty. Das wird jetzt ebenfalls nochmal sein Nachspiel am Ende des Rennens haben. Also es wird entweder noch eine Zeitstrafe jetzt geben oder eine Strafe im nächsten Rennen. Hier sehen wir gerade einen Kampf zwischen Asolin und Duska. Asolin vorhin noch mit Diakowski unterwegs, jetzt aber direkt unter der Attacke von Tobi Duska. Hier sehen wir auch gerade den Zweikampf zwischen Umberta und Ehrlich. Den Überholvorgang durchzuführen. Hat er überhaupt die Geschwindigkeit, um nah genug ranzukommen? Forscher und Miller trennen jetzt nur noch 4 Sekunden, während wir hier gerade sehen, wie Herrlich immer mehr Druck auf Ohlwerter aufbaut. Abstand zwischen Froschauer und Müller wird immer geringer. Jetzt sind wir unter 3 Sekunden. Wird Froschauer es schaffen, jetzt noch in den letzten 4,5 Minuten hier seine erste Position zu verteidigen? Oder wird er wohl doch Opfer des schnellen Touring-Car-Fahrer Martin Müller? Oder ein Verbremser von Ohlwerter. Das wird jetzt der Audi von Ehrlich ausnutzen und noch vor der Schikane vorbeiziehen können. Oder versucht Ohlwerter noch wieder zurückzukommen. Jedoch verteidigt Ehrlich hier sehr stark. Er hat jetzt ein bisschen Platz innen aufgemacht. Das wird natürlich sofort von Ohlwerter ausgenutzt. Jetzt hat Ehrlich die Innenseite. Wer hat jetzt hier die besseren Bremsen? Wer ist
sanfter auf dem Fuß, wer kann besser die maximal ausnutzen. Scheinbar ist es Ullwerter, der jetzt hier wieder vorbeizieht. Was für ein wahnsinniger Zweikampf. Jetzt ehrlich wieder mit dem Cutback. Kann er hier außen die Linie halten? Scheinbar schon. Außen in dieser Kurve herum versucht er jetzt hier an Ullwerter vorbeizuziehen. Jetzt gemeinsam durch die lange Rechtskurve. Was für ein Zweikampf. Das ist echt erstklasse Rennfahren, was wir hier gerade sehen. Die haben jetzt auch jegliches Recht, hier gerade gesehen zu werden. Egal, wer auf Position 1, 2 oder 3 ist. Es geht hier gerade nur um den Kampf zwischen Ehrlich und Ullwerter. Auch wenn sich der jetzt etwas entschärft hat. Gerade sehen wir ja Asolin, wie er jetzt noch mehr von Duschka unter Druck gesetzt wird. Der Abstand ist noch geringer als vorher. Auch interessant gerade die Entwicklung Vorschauer und Müller. Jetzt trennen sie nur noch 1,6 Sekunden. Kann Vorschauer jetzt noch für etwas mehr als 2 Minuten, falls er noch die Runde fertig fahren muss, den Abstand halten? Und kann Asolin hier jetzt noch seine Position gegen Duschka verteidigen oder wird auch er, wie schon andere auf dem Feld, jetzt seine hart erarbeitete Position verlieren? Sehen wir, wie der VW versucht hier irgendwo einen Weg vorbeizuziehen, hat den besseren Exit, fährt aber Asolin hinten drauf, was natürlich jetzt jegliche Chancen mindert. Auf der Bremse ist natürlich hier Asolin unglaublich gut. Da kann Duschka jetzt kein Weg finden, dran vorbeizuziehen. Versucht jetzt hier innen kleine Berührungen. Jetzt sind es nur noch sehr wenige Meter. Und das jetzt auch noch die ganze Zeit. Wird Asolin dem Druck standhalten können? Hier versucht Duschka jetzt innen durchzufahren, ist aber nicht nah genug dran. Asolin kriegt hier jetzt eine Cut-Warning. Wenn er jetzt noch mehr sammelt, könnte es zu einer Drive-Thru führen. Und dann wäre es natürlich sofort der Gewinn für Duschka. Jetzt gibt es auch noch eine Wandberührung. Also Duschka ist hier sehr gut darin, hier Druck auf Asolin auszuüben, der jetzt hier definitiv spürt, dass da jemand hinter ihm ist. Nur noch 1,1 Sekunden. Der Kowski hat jetzt sich inzwischen seine dritte Position gesichert, hat Platz nach hinten. Das ist echt so spannend. Mir fällt gar nicht so viel ein, was ich dazu sagen kann. Gerade hier zwischen Asolin und Duschka. Ella versucht jetzt auch, sich irgendwie in den Kampf um Position 4 einzubringen, ist aber wahrscheinlich zu weit weg. Denn jetzt ist das die finale Runde. Vorschauer jetzt unter dem Angriff von Müller. Kann er die Position halten? Wir wissen auf jeden Fall, dass Müller der schnellere Fahrer ist, aber kann Vorschauer hier jetzt besser verteidigen? Wenn er besser verteidigt, dann bringt es nichts, wie schnell Müller auch immer sein mag. Er versucht jetzt hier in der langgezogenen Rechtskurve zu ziehen, es gibt aber keine Möglichkeit, da nah genug ranzukommen. Vorschauer verteidigt hier natürlich um sein Leben. Er möchte sich diese Position 1 nicht nehmen lassen. Leichte Berührung an der Wand. Geht nicht defensiv. Oh, das war jetzt aber nicht gerade sehr ideal hier. Ist er sehr weit reingezogen und hat somit Müller über die Curb gezwungen. Vorschauer ist somit auf Position 1.
natürlich sagen, dass Martin Müller schon von recht weit hinten kam beim Überholmanöver. Das könnte also auch nur gut ein Racing Incident sein. Das wird aber später sicherlich noch einmal geprüft. So, jetzt Michael Froschauer auf Platz 1, auf Platz 2, Müller auf Platz 3, Diakowski, der jetzt hier gerade aus Frust den Müller an der Wand vorbeischiebt. Auf Platz 4, Asulin. Dürschka konnte da jetzt nicht vorbeiziehen. Auf Platz 6, Eller. Auf Platz 7, Ehrlich. Auf Platz 8, Ulwerter. Auf Platz 9, Gerard. Auf Platz 10, Dürschka. Auf Platz 11, Gapsmeier. Und auf Platz 12, Hamann. Platz 13 und 14 haben jeweils aufgegeben, also einen DNF kassiert, und zwar Kelso und Schall. Was für ein spannendes Rennen. Das war wahrscheinlich bisher das beste Rennen, was ich hier kommentieren konnte. Irgendwo war immer Action. Unglaublich spannende Rennen gesehen habt, müsst ihr euch natürlich auch auf morgen und übermorgen freuen. Morgen ist dann das Saturday Race BMW M1 Pro Car auf Feldbergring. Am Sonntag auf Fuji Speedway das WEC-Rennen Multiklasse LMP1, LMP2 und GTE. Nicht ganz zufrieden ist und auch ein bisschen sich über das Verhalten von Froschauer nicht allzu gut findet und gehofft hätte, dass da ein bisschen mehr Platz gelassen werden würde. Also ein sehr schönes Rennen, das man hier gerade mit ansehen konnte. Also egal, ob man Rennfahren mag oder nicht, das hier war auf jeden Fall spannend genug, dass man ab jetzt auf jeden Fall rennen mag. So, wenn euch jetzt dieses Rennen auch mal dazu motiviert hat, hier wieder in Assetto Corsa Rennen zu fahren und ihr wollt auch gerne mal in eine offene Community, die häufig solche Rennen macht, dann tretet unserer Discord-Community bei. Link dazu findet ihr unter dem Stream. Ihr könnt dann einfach beitreten und dann bei irgendwelchen offenen oder spontanen Rennen teilnehmen und dort euch beweisen und dann später auch den GT3 Masters oder den Endurance-Rennen hier beitreten.